So Leute, willkommen zurück zu einem etwas ernsteren Video und ihr seht auch schon, worum es geht. Es geht leider um das Thema Artikel 13, weil ich das auch einfach, ich wollte einfach über diese Scheiße sprechen, die das EU-Parlament, Deutschland und so weiter veranstalten, aber ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder, bis gleich. So sind wir wieder hier, ihr habt schon gesehen, das Intro war selbst gemacht, weil ich einfach mal zeigen wollte, wie Artikel 13 sich auswirken kann auf YouTube. Ich habe geguckt, gerade dass im Hintergrund im ersten Teil keine Marken zu sehen sind. Ich denke mal, der größte Teil von euch weiß, was Artikel 13 ist und was es auswirken kann vor allen Dingen. Und ja, ich weiß, es ist noch nicht safe. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Ich habe zwar eine kleine Reichweite von, weiß ich nicht, vielleicht 50 Leuten oder was höchstens, die sich das Video angucken werden, vielleicht auch ein paar mehr. Aber ich will mich einfach an dieser Aktion beteiligen, auch wenn ich zu wenig habe. Aber ich bin damit oder davon am meisten betroffen, vor allem in den kommenden Jahren. Und ja, deswegen sage ich einfach, ich will daran teilnehmen, ich will das verbreiten. Weil umso mehr es machen, umso mehr wird es vielleicht öffentlicher, umso mehr wird es die Leute erreichen, die es wirklich betrifft und die es das entscheiden werden. Auch wenn daran wenig zu rütteln sein wird, meiner Meinung nach. Aber ich werde euch erstmal so ein bisschen erklären, was Artikel 13 eigentlich ist, für die Leute, die es noch nicht wissen. Artikel 13 ist halt eine Urheberrechtsreform, das an sich eigentlich auch ganz gut ist, was nämlich kleine Creator, zum Beispiel von Musik oder was weiß ich, von irgendwelchen Marken unterstützen soll und dass man deren Sachen sozusagen nicht ausnutzen kann. Was aber jetzt von der CDU beziehungsweise von den Bestimmern in den Hintergrund gerückt wurde, ist dieser sogenannte Upload-Filter, beziehungsweise erstmal, dass halt in Artikel 13, wenn der eintrifft, dass nicht mehr die einzelnen Creator, also die einzelnen YouTuber zum Beispiel jetzt auf der Plattform haften werden, sondern die Plattform an sich. Ihr könnt euch vorstellen, dass täglich, weiß ich nicht, wie viele Urheberrechts-Sachen verstoßen werden. Und da denke ich mal, kann man sich vorstellen, wie viel Kosten da allein schon täglich auf YouTube zukommen würden. Und deswegen wird auch ein sogenannter Upload-Filter erzwungen, weil es wurde eine Reform gemacht für kleine Unternehmen unter 10 Millionen Euro Einnahme im Monat, unter 5 Millionen Klicks bzw. 5 Millionen Nutzern im Monat und unter 3 Jahren. Die betrifft das noch nicht, aber wenn man allein schon gegen eine Regel von diesem verstößt, muss man einen sogenannten Upload-Filter in sein Social Media sozusagen oder in diese Plattform reinfügen. Und dieser Upload-Filter erkennt dann zum Beispiel noch mehr Musik, die erkennt Marken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwas tragen würde von irgendeiner bestimmten Marke, sei es zum Beispiel einfach das ins Bild zu halten, ihr seht das schon. Samsung. Damit könnte ich schon gesperrt werden. Ich könnte bei Let's Plays gesperrt werden. Wenn ich FIFA spiele, könnte mich EA direkt rausstriken. Und das ist so fatal, weil man dann, wenn dieser Artikel eintrifft, einfach so hart darauf achten muss, was man in seinem Video zeigt. Und das schränkt einen extrem ein, die Kreativität. Vor allem, wenn ich jetzt einen Kurzfilm über Cottbus drehe und der Artikel 13 ist raus, muss ich gucken, was ich da zeige. Wenn ich da zum Beispiel Salah zeige, den Hauptsponsor, oder beziehungsweise der Hauptsponsor war, oder halt Karton EU, dann müsste ich da sogar aufpassen, dass ich die da nicht zeige. Und das schränkt einen extrem ein. Gefühlt kann man einfach nur einen weißen Raum aufnehmen, ohne irgendwas anzuhaben, weiß ich nicht, oder ein schwarzes T-Shirt einfach anzuhaben, wo nichts drauf ist. Das wäre für YouTube perfekt. Und auch Hintergrundmusik ist dann ein neues Thema. Und dieses ist einfach so verschärft, dass wir kleinen Kanäle am meisten davon betroffen sind. Es werden so viele kleine Kanäle dadurch kaputt gemacht, weil die einfach weggestrikt werden können von den großen Unternehmen, die noch ihre Monopolstellung noch höher rückt. Und auch die großen YouTuber sind davon sehr, sehr betroffen. Weil ich meine, die stehen ja trotzdem noch unter dem großen Unternehmen. Und das wird für die großen Unternehmen, die werden sich so hart absetzen dadurch, weil die so viele kleine Meinungs-, also wir teilen ja unsere Meinung mit euch mit, was wir über verschiedene Sachen denken. Und die werden uns sozusagen einfach wegkicken, sodass die dann wieder alleine dastehen werden. Und das ist auch der Hauptgrund, warum dieser Artikel eingeführt werden soll. Einfach die Monopole Fernsehen und vor allem auch Radio ihre Monopolstellung einfach noch höher rückt dadurch. Die wollen nämlich, beziehungsweise in den letzten Jahren ist es ja so gewesen, dass wir immer oder die Jüngeren immer weiter wegrücken vom TV und immer mehr Richtung Internet gehen. Und das soll sozusagen jetzt zurückgeschoben werden. Und dass wir wieder zu Fernsehen gehen müssen, weil wir einfach keine Creator. Es gibt schon noch Creator, aber immer weniger und immer weniger. Und ich meine, dann sollen wir immer wieder mehr zurück in die Mediengestaltung gehen, beziehungsweise Mediengruppen, in die größeren, wie RTL oder was. Die können ihre Videos auf YouTube noch hochladen, wie sie wollen. Aber wir werden halt absolut eingeschränkt dadurch. Und wenn, ich meine, jeder kennt es,
wenn man 3 Strikes hat, ist der Kanal gelöscht und das passiert einfach extrem schnell, weil man so aufpassen muss, was man im Hintergrund zeigt. Ich würde mich nicht trauen, irgendwelche Musik davon zu benutzen, weil momentan bekommt man auch nur angezeigt, wenn man urheberrechtliche Musik benutzt und dass man dann das Video nicht monetarisieren kann. Später ist es einfach so, es wird angezeigt, Video ist gelöscht, 1 Strike. Ja, ein Zitat. YouTube plant einfach alle europäischen Kanäle, die nicht zu einem großen Medienkonzern gehören, zu löschen. Was heißt zu löschen? Also die werden halt einfach nur eingeschränkt, die größten YouTuber, und dann werdet ihr auch keine verschiedenen Videoideen mehr sehen, weil die einfach so hart eingeschränkt werden von diesem Artikel. Und deswegen gab es ja auch letzte Woche Samstag die Demo gegen Artikel 13 in Köln, und am 23.03. da bitte ich euch alle, in jeder Kleinstadt wird eine Demo stattfinden, alle dahin zu gehen. Wir müssen einfach dem EU-Parlament und auch der CDU vor allem hier in Deutschland zeigen, dass wir dagegen sind und dass die nicht einfach über unserem Kopf hinweg entscheiden dürfen, was wir wollen, weil ich meine, es ist immer noch eine Demokratie, da gehört ein ganzer Staat und ein ganzes Volk zu und nicht nur die CDU. Und ja, die CDU stellt sie einfach im Moment viel zu weit über uns und entscheidet über unseren Kopf hinweg. Und ja, das ist einfach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wollte euch jetzt auch nicht so viel aus dem informatischen Bereich sagen, sondern einfach nur, was so meine Meinung darüber ist, und euch aufrufen, dass ihr zu dieser Demo am 23. geht. Und es gab ja so Petitionen, die man unterschreiben konnte, die haben auch schon über Millionen Unterschriften, da gibt es so, so viel, es haben so viele Leute dafür gespendet, und das finde ich halt kackdreist, dass dann einfach die CDU oder beziehungsweise alle da oben sagen, uns ist das egal, wir entscheiden das trotzdem so. Da sitzen teilweise, weiß ich nicht, 60-Jährige drin, ist jetzt nichts gegen die, aber die haben teilweise gar keine Ahnung, was YouTube eigentlich ist, und die entscheiden über was, worüber die eigentlich gar keine Ahnung haben. Und ich meine, dadurch wird das einfach extrem eingeschränkt. Zum Beispiel in Spanien hatten die das schon mal mit diesem Upload-Filter eingeführt, und da hat dann das Volk einfach, sie sind einfach nicht mehr ins Internet reingegangen für Monate, und dann sind da die Server abgestürzt, weil es zu wenige Nutzungen gab, und Spanien hat das nach einem Jahr wieder rausgenommen, weil ich meine, das lohnt sich auch nicht. Und wenn man da schon an Spanien sieht, dass es nicht geklappt hat, wieso soll man das auf die ganze EU ausrichten? Teilen ja unsere Meinung mit euch, und vor allem die großen YouTuber, wie zum Beispiel, vor allem finde ich Montana Black, wenn der eine Meinung hat, haben die Zuschauer diese Meinung auch, weil die sich durch ihn halt beeinflussen lassen, Influencer. Du bist halt ein Vorbild für verschiedene Leute. Und ja, und die wollen einfach nicht, dass, wenn zum Beispiel irgendwas gegen, weiß nicht, gegen die CDU gesagt wird, die wollen halt nicht, dass dagegen was gesagt wird, sondern dass deren einzige Meinung da bleibt und dass wir unsere Meinung uns euch gar nicht schildern können, vor allem wenn wir in irgendwas Kritik haben, sondern dass deren Meinung ganz oben steht, dass wir als einziges die Meinung haben. Und das ist auch genauso bei Werbeanzeigen, so auf Instagram, du kannst dann nichts mehr zeigen, du kannst keine Bilder mehr einblenden, die Memes sind dann alle kaputt. Ja, wir müssen auf jeden Fall was dagegen tun. Ich wollte euch in diesem Video einfach ein bisschen was mitteilen, so meine Meinung zu dem Artikel, größer Rotz. Und nächste Woche, nee, übernächste Woche Montag kommt noch ein Kurzfilm zu Artikel 13. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Ich werde euch da mal so ein bisschen zeigen, wie das denn aussehen könnte in Zukunft. Und ja, es muss nicht unbedingt so aussehen, aber es kann so aussehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Tut auf jeden Fall was dagegen, am 23. zu der Demo gehen. Aber ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.